Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wer vielleicht gerade gesehen hat, das Unboxing der weißen PlayStation 4, wie ist das, mein bester Freund ein Bundle gekauft hat. Und da war noch ein Controller mit bei und den möchten wir jetzt einfach mal einzeln noch entpacken, um zu gucken, ob da ein Ladekabel mit bei ist und was da überhaupt mit bei ist. Und dann vergleichen wir mal den Original-Controller, der mit bei ist, wenn man die PlayStation 4 kauft, mit dem Controller, den man dazu kauft, ob es da vielleicht Unterschiede in der Farbfolge gibt oder ähnliches. So, dafür richte ich erstmal die Kamera rum. Im Hintergrund seht ihr noch die PlayStation 4 in weiß. Ich werde die mal ein Stück wegräumen. Die werden wir mal hier schick stehen lassen. Achso, hier sind noch Klebenippel. Hier ist auch, ne, hier ist keiner. DualShock 4 Controller, Wireless, PlayStation 4. Glackierweiß. Also glackierweit. Kann kein Englisch, also nagelt mich nicht drauf fest. Könnte Galaktik, Galakier, keine Ahnung, was das heißt. Schreibt es einfach unten drunter. Ich habe doch kein Englisch, ich kenne mich da nicht aus. Ist jedenfalls weiß. Als hätte ich sie ahnt. Es ist kein Ladekabel mit bei. Ey, wie geizig muss man sein, ey. Ey, das ist doch nicht normal. Also ich möchte sagen, bei meinem PlayStation 3 Controller, wo ich den gekauft habe, da war ein Ladekabel mit bei. Oder? Ja, siehst du? War zwar nicht lang, aber es war ein Ladekabel mit bei. Ey, was ist denn das? Kann man sich jetzt extra, wenn man zwei Ladekabel braucht, wenn man einen Controller gekauft hat, kann man sich noch ein Ladekabel dazu kaufen? Ey, so was bescheuert. Also, weiß ich nicht. Ja. Und dann bringen sie Updates raus, was die PlayStation kaputt kriegt. Na, oh, na ja. Oh, ja. Hier sind auch keine Aufkleber drauf. Also bei dem, ich habe ja den Controller nicht verändert, der mit bei war. Und das ist der, den er extra gekauft hat. Die Farbfolge sieht exakt gleich aus. Unten grau, oben weiß, auch das gleiche weiße, gleiche grau. Alles gleich. Bloß, dass hier oben so eine Folie drauf ist. Und hier halt auch. Ich will sie jetzt nicht abmachen. Das soll mein Bester machen, weil ist ja jungfräulich. Ein bisschen Spaß will ich ihm ja auch lassen. Hier ist kein Schutz, kein nix drauf. Aber sonst sehen sie wirklich exakt gleich aus. Oh. Ja, aber was ist denn das? Also Leute, seid doch mal ehrlich hier so. Klar, man braucht keinen zweiten Ladekabel, weil wenn man einem spielt, man den anderen ladet man. Aber was ist denn, wenn man drei oder vier Controller hat und zwei sind leer gezockt und man zockt mit ihm und man hat denn nur, weil, wenn man PlayStation kauft, ein Ladekabel mit bei, soll man sie einzeln laden oder was? Nach und nach immer hinrennen und Kabel wechseln oder was? Finde ich nicht toll. Finde ich jetzt überhaupt nicht toll, wenn ich mir das so ankicke. Die Packung, da ist auch nichts drin, ist nur die Hülle, so könnt ihr auch sehen, da ist wirklich nichts und halt nur ditte und das kommt halt so rum. Kann ich euch mal wieder zeigen, ich packe das mal hier wieder so original ein. Ja, und dann sind halt diese Hefte mit bei. Weiß ich nicht, also das finde ich, sehr traurig, also dass sie da nicht mal so einen kurzen Ladekabel mit drin packen. Das ist traurig. Das ist ja echt traurig. Kann ich nicht verstehen. Achso, falsch rum habe ich das jetzt zusammengepackt? Nee, ist richtig. So. Das fällt da so ein bisschen runter, aber egal. Also ist wirklich der gleiche. Ich habe jetzt echt gedacht, dass hier hinten sich vielleicht noch ein Ladekabel befindet, aber echt kein Ladekabel. Und es steht auch nicht drauf, dass er ohne Ladekabel geliefert wird, glaube ich. So, machen wir in Deutsch. PlayStation 4.
Ein USB-Kabel ist nicht im... Ach, haben sie wenigstens noch aufgeschrieben. Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Alter, bitte. Ey, so ein Pfennig-Artikel. Ich habe 5 Meter USB-Kabel gekauft für meine PS4, wenn mein Controller mal leer ist, wo ich noch ihn hatte, für ein, boah, ein Euro 5 oder Euro 95 oder so. So ein Stücke, so ein Meter, was sie da immer mit reinpacken, kriegst du für 50 Cent. Was ist denn da so ein Problem, ein 50 Cent Kabel mit dazu zu legen? Also, das verstehe ich. Das geht nicht in meinen Kopf. Also, weiß ich nicht. Wenigstens für 50 Cent. Du zahlst 60 Euro. 60 Euro. Ja, 59,50 Euro denn kosten. Was hast du bezahlt? 59? 59 glatt. 59 glatt. Naja, also. Also na, du hast ja geguckt, da haben wir ja da rumgestanden. Ja. Du hast ja ein Bundle gekauft, aber 59 glatt kosten die. Ja, bei Amazon glaube ich 59,95, weiß ich nicht. Aber was ist denn da? Ey, wenn man zahlt knapp 60 Tacken für. Was ist denn da das Problem, da für 50 Cent so ein verfickten Kabel drin zu machen? Ein kleinen verfickten Kabel. Ja, also beim Headset damals, beim PlayStation 3 Headset. Bei dem Bluetooth-Headset haben sie Sony natürlich auch Kabel dazu gepackt. So lang. So ohne Scheiß, Leute. So lang. Mehr war da nicht. Ey, richtig armselig. Selbst wenn sie nur so ein Stück Kabel packen. Ja, dass man das dann irgendwie neben der PlayStation liegen muss oder so. Ja, aber das wäre wenigstens ein Kabel gewesen. Und hier ist... Ohne Worte. Ohne Worte. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt. Ich fange jetzt auch gleich an mit dem nächsten Video. Einrichten der PlayStation 4. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.